Wir haben Raketenantrieb. Heute ist Raketen. Sag das Kombi. Ich habe übrigens ein Déjà-vu. Hallo zusammen erstmal. Ich habe ein Déjà-vu. Wir haben letztes Mal, glaube ich, auch das Video an der Stelle begonnen. Stimmt. Heute sind wir wieder unterwegs im Namen des Herrn. Nein, für das lustige Projekt. Und zwar geht es heute an den Kragen. Nicht dem Metz selber, aber dem Spenderfahrzeug. Spender, ja. Und zwar haben wir hier so lustige Trennscheiben. Trennscheiben. Ja, mal sehen, was wir damit anstellen werden. So, wir sind da. Ich habe Angst. Du hast Angst? Ich habe Angst. Ah, komm, wir gucken uns das mal an. Bin ich hier? Hi. So, das ist der Leon, der mir uns, beziehungsweise der so lieb war und hat mir mal geschrieben und sagte, ey, du brauchst den 90-Seiten-Teiler. Wir haben da noch was. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Kram hier rausgeschnitten kriegen. Im Prinzip, gerade das hier ist ja die schlimme Seite. Wir brauchen ja eigentlich von hier bis hier und mindestens den halben Innenradkasten. Das Schöne ist, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Du? Nee, nicht unbedingt. Geil. Na, wir gucken mal, was draus wird. Also mehr kaputt machen als jetzt kann man eh nicht. Und der ist weggekommen, weil hier vorne die Ecke da, ne? Weil der hier Matsch ist oder so. Yeah. Ne? Die, hier, guckt euch das mal an. Also auch mal Kotflügel abmachen oder mal reingucken. Ja. Das ist mal ein richtiger Treffer auf den Hauptholm. Wurde so verkauft als unfallfrei, ja. Unfallfrei. Ja. Ich habe auch schon mal einen E36 als unfallfrei gekauft. Sah ähnlich aus nachher. Dann legen wir los. Ich fange mal an. Also Stift. Ja, bitteschön. Dankeschön. Das heißt, ich gehe jetzt am besten mal hier oben einfach. Ich würde einfach mal die Linie oben entlang gehen. Ja. Wie gesagt, was zu viel ist, kann ja der Lackierer theoretisch abschneiden. Also der Karosserie. Dann müssen wir hier unten am besten auch wirklich so ein Stück mitnehmen. Oh, hier ist noch Ablauf. Na, komm mal her. Scheiß Ding. Ja, ich schneide mal da oben jetzt und krieg mal ein Gefühl dafür. Ein bisschen dicker werden. Achtung, ich setze mal. Gesagt, warte mal, also anstatt hier gerade, geh doch am besten einfach so. So schräg hier hoch. Ja. Ne? So. Dann hast du nicht hier, dass du hier auf der Kante als abrutscht. Ja, ja, stimmt. Dann nehmen wir die Kante schon mal. Sollte es etwa so eine Arbeit. Mach mal gerade, ich mache ein kleines Statement. Ich hab so einen Verdacht, aber das meistens bestätigen die sich nie. Sind wir on air? Ja. Sollte das etwa eine Arbeit sein, wo man am Anfang immer denkt, oh mein Gott, das wird richtig schwierig und es ist voll einfach? Sollte es etwa so sein, dass die Theorie besteht, dass Whitebody Kids anzubauen doch ein Kinderspiel ist? Wir erfahren gleich mehr. Okay. Da ist es! Bei weitem nicht so, wie ich gedacht habe, denn das große Problem ist, hier ist ein Holm und da ist ein Holm. Deswegen hoffe ich, dass das ja mindestens mal mit Reparaturblechen irgendwie gelöst werden kann. Aber eigentlich sonst ganz geil. Och du Scheiße, guck mal hier. Ach, das ist der Schlossträger. Gut, den werden die hier knapp abcutten. Ja, stimmt, das war das, was ich eben durchgeschnitten habe. Aber für eine grundlegende Reparatur, für das hier ist die schlimme Seite, haben wir uns echt viel abgekattet hier, ne? Das ist auch alles picobello. Ach, guck mal, so sieht das aus, wenn das nicht gerostet ist. Also so soll es aussehen. So sollte das aussehen. So, Happy Birthday, Kinder. Optimal. Gib mal her, das Ding. Anderer Junge. Gut, die andere Seite habe ich schon ein bisschen angezeigt. Das ist die Nummer 2. Das ging jetzt ziemlich flott. Ja. Das ging ziemlich flott. Jetzt bin ich geübt und morgen arbeite ich hier beim Leon und bin ab jetzt Verwerter. Schatz! So, leicht metallischen Geschmack im Mund. Jetzt seht ihr mal, wie das Ganze hier auch mal von innen aussieht. Großes Problem, was wir vorher nicht bedacht hatten oder ich auch nicht wusste, dass die zwei Holme hier existieren.
Und ich hoffe jetzt, dass das passt, dass wir das hier trotzdem, dass wir hier relativ knapp ausgeschnitten haben, wir haben jetzt hier ungefähr noch 5 cm, dass das den Rost komplett eliminiert. Und ja, wir sind fertig, beide Seiten abgeschnitten, die andere Seite war wesentlich schneller, weil da brauchen wir nur die untere Kante im Prinzip. Und jetzt bin ich gespannt, was der Markus, was die Lackiererei Schmidt da draus macht. Ich hoffe, dass das reicht. Und damit sind unsere Zuarbeiten im Prinzip erstmal karosserietechnisch erledigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Markus. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen an, wie da gelackt wird. Tschüss.